Sie werden ab Januar Herausgeber des Freitags sein. Wie kam es überhaupt dazu? Ja, ich kenne schon einige Zeit Jakob Augstein und wir diskutieren häufig politisch. Und eines Tages hat er mich gefragt, ob ich nicht bereit wäre, Herausgeber zu werden. Und ich habe gesagt, eigentlich nein, weil ich war 22 Jahre in der Medienbranche und schreibe sehr viel selber. Und ich finde aber den Freitag so klasse. Das ist ein Gegenentwurf zum Mainstream und ich finde ihn mutig, unterhaltsam. Mein Sohn liest ihn, Freunde lesen ihn. Und ich fand es eigentlich schon spannend und habe aber am Anfang trotzdem gesagt, nee, ich sehe das eigentlich nicht. Und wir haben das weiter diskutiert und er hat gesagt, das wäre eine wichtige Bereicherung. Und irgendwann habe ich dann ja gesagt. Und es ist ja klar, dass es da ein Spannungsverhältnis gibt. Das ist eine eher linksgerichtete Zeitung. Ich bin Mitglied der CDU. Und dass man da erstmal diskutieren musste. Aber es gibt große Gemeinsamkeiten. Wir kämpfen gemeinsam gegen Kriege. Wir kämpfen gemeinsam gegen Diskriminierung anderer Kulturen. Wir kämpfen gemeinsam gegen krasse Ungerechtigkeiten. Und das spielen dann am Ende in den zentralen Fragen Parteien nicht mehr die entscheidende Rolle. War unsere Meinung. Was finden Sie am Freitag so besonders? Sie haben schon gesagt, das ist eben kein Mainstream-Blatt, eine besondere Publikation. Was macht das dann aus, den Freitag? Ich sag's mal andersrum, wo meine Kritik am Mainstream ansetzt. Also ich lese ja auch Mainstream-Zeitung. Ich lese die FAZ und ich lese die Süddeutsche. Und ich finde Mainstream spannend, aber ich lese in erster Linie, um zu wissen, was der Mainstream denkt. Ich glaube, dass nicht alle, das sind Verallgemeinerungen, und ich werde auch nie das Wort Lügenpresse in den Mund nehmen, weil es völlig am Thema vorbeigeht, aber ein Großteil unserer Mainstream-Journalisten hat sich von der neutralen Besuchertribüne, ich bringe das Bild eines Fußballspiels, inzwischen in die Fankurve gesetzt. Und findet alles, was die eigene Mannschaft macht, gut. Das wird mit Beifall begleitet. Die eigene Mannschaft ist der Westen. Die eigene Mannschaft ist die Regierung. Die eigene Mannschaft ist das westliche System. Und das, was die andere Mannschaft macht, bildlich gesprochen auf dem Fußballfeld, der Gegner wird ausgebuht und ausgepfiffen. Und Sie sehen das zum Beispiel an einer ganz großen Tragödie, nämlich den Kriegen in Syrien, ich sage, weil es mehrere Kriege sind, den Kriegen. Ich finde, dass die Mainstream-Medien zu Recht das russische Bombardement auf Aleppo kritisieren, weil dabei meistens oder in erster Linie Zivilisten getötet werden. Das gilt bei jedem Bombardement. Aber dass Mosul bombardiert wird, das wird mit heftigem Beifall verfolgt und das nenne ich Fankurvenjournalismus. Und da finde ich den Freitag anders. Bei dem Freitag müssen Sie damit rechnen, dass er die russischen Bombardements heftig kritisiert, aber dass er auch die amerikanischen Bombardements auf Mosul und auf Ramadi, Tikrit und Fallujah kritisiert, die übrigens mindestens viermal so viele Menschen, Zivilisten, töten. Aber es ist keine Frage der Zahlen, sondern es ist eine Frage der Einstellung. Und ich glaube, und ich finde, Deutschland hat tolle Journalisten. Ich glaube, dass der Journalist auf die Haupttribüne gehört und nicht in die Fankurve. Und der Freitag sitzt nicht in der Fankurve und das gefällt mir. Wobei ich Sie, Herr Todenhöfer, auch ein bisschen als Aktivist schon auch abgespeichert habe, als jemand, der sich für, beziehungsweise besser gesagt gegen etwas engagiert. Ja, das dürfen Sie ja. Aber Sie müssen objektiv bleiben. Also ich bin zum Beispiel für eine, um das Beispiel von Ihnen aufzunehmen, ich bin dafür, dass wir eine Freihandelszone mit Russland haben sollten und ich bin dafür, dass wir neben der Atlantischen Partnerschaft eine strategische Partnerschaft mit Russland haben sollten. Aber das hindert mich nicht daran, die russischen Bombardements auf Aleppo zu kritisieren. Das heißt, ich gehe nicht in die Fankurve jetzt eines Landes, das ich gut finde. Ich sitze weder in der amerikanischen Fankurve noch in der russischen Fankurve. Obwohl Ihnen das ja auch vorgeworfen wird, dass Sie zum Beispiel Anti-Amerikanist sind.
Ja, ich bin amerikanischer Ehrenoberst, das wissen die meisten gar nicht. Und ich bin auch noch der einzige deutsche amerikanische Ehren-Girl Scout. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ehren-Pfadfinderin der Amerikaner, obwohl ich Mann bin. Und ich war gerade jetzt 10 Tage während der Wahl in Amerika und habe die Wahl beobachtet. Und es gab eigentlich keinen Gesprächspartner, den ich sprechen wollte, den ich nicht gesprochen hätte. Also ob das jetzt Rupert Murdoch war von der rechten Seite der Publizistik, der hat sich viel Zeit genommen, oder Sulzberger, der Eigentümer der New York Times, oder Richard Perle, The Prince of Darkness, oder wer auch immer. Alle meine Kinder haben in Amerika studiert. Ich habe die gebeten, dort zu studieren. Ich finde Amerika ein tolles Land. Ich finde die Außenpolitik Amerikas eine mittlere Katastrophe in den letzten 15 Jahren. Und das muss man dann auch sagen dürfen. Wie wird Ihre Tätigkeit als Herausgeber aussehen? Was werden Sie tun? Naja, die ist jetzt nicht so bedeutend. Bedeutend ist die Redaktion. Und ich habe die gestern kennengelernt. Und das ist eine sehr, sehr engagierte, sehr gescheite und kämpferische Truppe, die auch mir sehr kritische Fragen gestellt hat. Und die machen das Blatt. Und Rudolf Augstein und der stellvertretende Chefredakteur Krassmann machen das Blatt. Aber ich denke, dass ich im ständigen Kontakt mit Jakob Augstein stehen werde. Und wir werden auch über politische Themen permanent diskutieren. Ich kenne ja einen Teil der Welt sehr gut, fast wie meine Westentasche, den Mittleren Osten. Ich kenne Russland recht gut, ich kenne Lateinamerika sehr gut. Und ich kenne auch einige soziale Probleme in Deutschland sehr gut. Ich glaube zum Beispiel persönlich, dass Einsamkeit alter Menschen eines der größten Probleme unserer Gesellschaft ist. Und ich habe auch eine Stiftung, die sich um alte Menschen kümmert. Und diese Probleme, dass man auch mal über alte Menschen spricht, über die kaum jemand spricht, vielleicht kann ich das eine oder andere Thema mal vorschlagen und vielleicht werde ich, Sie sehen, ich bin ganz bescheiden, vielleicht werde ich gelegentlich auch gebeten, mal zu schreiben, dann werde ich das tun. Aber ich werde der Redaktion keine Vorschriften zu machen versuchen und ich werde auch keine Artikel anbieten, sondern ich bin Herausgeber und der Boss heißt Rudolf, nein, nicht Rudolf, heißt Jakob Augstein und das ist eine gute Konstruktion. Er hat übrigens im Interview mit mir schon darum gebeten, dass Sie schreiben. Aber das würde er Ihnen sicherlich noch persönlich sagen, denke ich mal. Eine Frage noch. Sie waren ja viele Jahre lang eben Manager bei Burda, also in einem Medienunternehmen. Können Sie da Erfahrungen, 22 Jahre, ja. 22 Jahre, können Sie da Erfahrungen mit einbringen oder wollen Sie? Ja, natürlich. Also ich werde, das ist ja ein Blatt, eines der ganz, ganz wenigen Blätter in Deutschland, dessen Auflage und Anzeigenvolumen steigt. Das ist ja total ungewöhnlich. Wenn auch, das ist keine große Zeitung, das ist eine junge, neu gemachte Zeitung. Und wenn ich einen Rat geben kann zu Abo-Werbung oder zu Anzeigenwerbung oder zu was auch immer, wenn er gut ist, wird er aufgenommen werden und wenn er nicht gut ist, wird er nicht aufgenommen werden. Natürlich sammeln Sie, ich war ja auch Verlagsvorstand bei Burda, sammeln Sie in 22 Jahren viele Erfahrungen. Aber eine der Erfahrungen ist auch, die habe ich von Hubert Burda persönlich gelernt, der mir gesagt hat, man darf Journalisten nicht genieren. Das heißt, man darf ihnen auch nicht ständig reinreden. Und das ist eine so starke Truppe und ich glaube, die muss man sehr viel machen lassen. Und denen muss man die Chance geben, dass sie ihre Kreativität ausleben. Und da finden sie dann im Freitag, den übrigens mein Sohn bestellt hat und seine Freundin hat ihn bestellt und meine Bekannten haben den bestellt. Also in meinem Umfeld ist er schon weit verbreitet. Und da finden sie spannende Geschichten. Da finden sie zum Beispiel eine Geschichte über im Freitag der abgelaufenen Woche über Aleppo, die sehr geistreich geschrieben ist, die beide Seiten zeigt und die darlegt, es gibt keine guten und keine bösen Bomben. Und Sie finden dann auch einen Artikel übers Zwerken. Ich wusste gar nicht, was Zwerken ist. Zwerken ist ein Tanz, wo man mit dem Po wackelt, der aber so geistreich geschrieben ist, wie ihn Aristophanes hätte schreiben können, wenn Sie Aristophanes gelesen haben. Und
Ich finde die Mischung sehr gut und finde das Blatt eine Bereicherung. Und was ich vor allem gut finde, ist, dass das Blatt nicht in irgendeiner Fankurve sitzt, sondern versucht, die Wahrheit zu schreiben, das, was der Journalist als Wahrheit herausgefunden hat. Wir wissen ja nie genau, wenn wir etwas für wahr halten, ist es dann auch wahr. Schlimm wird es nur, wenn wir denken, etwas ist wahr und wir schreiben das Gegenteil. Und das geschieht manchmal, wenn man in der Fankurve eines Landes oder in der Fankurve der Mächtigen sitzt. Gibt es auch wirtschaftliche Zielsetzungen, die Sie vielleicht im Blick haben, also was das Blatt betrifft? Ja, die muss jedes Blatt haben. Ich denke, dass Jakob Augstein sich das Ziel gesetzt hat, dieses Blatt in die schwarzen Zahlen zu haben. Und ich denke, dass er da jetzt da ist. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass Augstein dieses Blatt in erster Linie als eine Goldgrube ansieht. Das werden Printblätter wahrscheinlich nur noch nicht mehr werden. Aber rentabel soll das trotzdem sein. Aber der Beitrag, den Augstein leisten möchte und den seine Redaktion leisten möchte und wo ich auch mithelfen möchte, ist, wir steuern auf so schwierige Zeiten zu. Also schauen Sie sich die Lage in Deutschland, schauen Sie sich den Rechtsruck auf der ganzen Welt an, schauen Sie sich die Wahl von Trump an und wir jubeln dann, dass in Österreich der Angriff der Rechten abgeschlagen worden ist, aber die haben 47% gekriegt. Und ich finde, in dieser Situation sollten eigentlich alle, die anderer Meinung sind, die Rassismus für schlimm finden, die Fremdenhass schlimm finden, die finden, dass jede Kultur eine eigene Würde hat. Und die Kräfte, die so denken, die sollten sich zusammenschließen. Und das haben Augstein und ich gemacht. Und materiell werde ich durch 1 Euro im Monat entschädigt. Und den empfinde ich als eine Ehre. Alles klar. Herzlichen Dank, Herr Todenhöfer.